So, wir sind hier im American Best Value in San Francisco, also San Carlos. Ich zeig mal das Zimmer. Action-Video hier. Super Wetter hier, wir haben echt Schwein. Wir haben die erste Nacht hier schon verbracht, das sieht ein bisschen chaotisch hier aus. Aber so ist das Zimmer okay, für die Kohle. Für 3 Nächte habe ich $238 bezahlt hier, wir sind in San Carlos. Hier so ein Digital-Receiver, hier Fernseher an der Wand. Das ist okay, jetzt ist es eben halt nur verwüstet, ne? Von uns. Die Bude ist gut, sauber, anständig, wie sich das gehört. Und der Kaffee ist geil, man muss sich nur vorstellen, das ist absoluter Spitzenkaffee. Ja. Oh, lecker. Ja, Anja ist von dem amerikanischen Kaffee total begeistert. Super, man muss nur fest dran glauben. Ja. So, wir sind quasi abreisefertig. Die Brille ist schief. So. Das ist die Auswaschgelegenheit, dann habe ich ein Bad. Habe natürlich auch schon verwüstet. Ja, ist alles okay, ne? Kann man hier ein Fenster aufmachen. So sieht es nach hinten raus aus. Man sieht gutes Wetter. Passt. Zack. Kann man sich auch irgendwie verriegeln? Wie habe ich das hingekriegt? Keine Ahnung. Ist auch scheißegal, ne? Habe ich gestern auch geschafft. Zu verriegeln? Ja. Ich krieg das nicht hin. Ja, ich habe auch 10 Minuten gebraucht. Ja. Muss ich nochmal gucken. Ja, Anja hat hier gerade hier kleine Tigerwäsche gemacht mit ihren Sachen. Ja, und verwüstetes Bett. Ja, Anja, die schnarcht ja so nachts. Ist ja die Hölle. Ich habe kein Auge zugetan. Die hat ja geschnarcht wie eine Große. Weiß sie, die Täterin. Glaub ihm kein Wort. Meine Nächte werden immer unterbrochen. Ich kann gar nicht ausschlafen, weil Herr Pilitschke so schnarcht, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, welchen Urwald er noch absägen möchte. Ja, was ist? Er ist halt niedlich. Ist halt süßer. Ja, er ist auch ein bisschen sehr empfindlich, glaube ich. So laut ist das gar nicht. Ah. Natürlich. So, dann wollen wir mal hier die Fenstertechnologie checken hier. Ah, oha. Warte mal, Anja. Ich glaube, ich hab's gleich. Ich muss hier auch klappen, oder was ist das hier für ein Scheiß? Hier reinklappen. Ah, jetzt hab ich's. Jetzt geht's nicht auf. Oh. Okay. Bäh. Zauberflöte. Ja, Anja macht sie gerade hübsch. Versuch es. Ja. Aber es ist irgendwie Hopfen und Malz verloren. Suchst du graue Haare oder was? Nein, ich suche nur die Haare. Hier ist das Curling-Gerät. Nur ein bisschen. Ja, ja, Weiberscheiß halt, ne? Sei froh, dass ich mich geschminkt. Ja, wieso? Da hätte ich dir dieses Airbrush-System. Das ist jetzt in den USA ganz neuer Trend. Voll geil. Für 20 Euro kann man sich airbrushen, sozusagen. Schmink ins Gesicht brushen. Per Airbrush-System. Hammer. Ja, kann man sich anmalen, ne? Ja, Weiber, ne? Ja, Mikrowelle haben wir da, Kaffeemaschine, Kühlschrank. Und wie gesagt, hier ordentlich rumverwüstet. Also hier haben wir alles gegeben. Ein Safe ist sogar auch hier drin. Ist okay. Die Bude ist okay. Für $70 die Nacht. 70? Kannst deinen Laptop einschließen, brauchst du nicht mitschleppen. Ja, wir packen ja sowieso einen Koffer. Wie funktioniert denn das Safe? Ja, bestimmt eine Instructions hier irgendwo drin, ne? Ne, der funktioniert nicht, weil keine Batterien drin sind. Das ist natürlich sinnlos, ne? Batterien? Ja, das braucht er ja zum Verriegeln, ne? Mhm. Aber was nützt ein Safe, der nicht funktioniert, ne? Also, völlig hirnrissig. Okay. Ja. Ich würde sowieso in so einer Bude sowieso nie große Werte für Sachen liegen lassen. Mein Laptop, mein kleiner Mini-Laptop kommt im Koffer, wenn er geklaut wird, Pech. Habe ich halt trifft Pech. Ja, kein Amen. Habe ich halt Pech gehabt. Dann bin ich halt beräubert worden. Trifft auch kein Amen. Ich putze jetzt Nase, bitte nicht. Ich will aufnehmen. Anja putzt jetzt Nase. Ist mein Hobby geworden hier ja. In den USA.
stehe ich voll drauf. Runde Nase, alles voller Schnodder, voll geil. Was ich hier in Deutschland nicht habe, das habe ich hier in den USA. Und Anja macht das nicht, beim Naseputzen beobachtet zu werden. Das ist ja unangenehm. Ja, weil sie immer so rumpopelt, ne? Ach, scheiße. Na gut. Geh weg. Geh weg. Ich klemm mir den Arm ab. Geh weg. Sie hat mir ja schon den Arm verbrüht. Brauchst du dazu? Wollte ich ihr Kaffee bringen, dann haut sie die Tür zu. Und der ganze heiße Kaffee über meine Hand, ne? Hammer. Fertig. Ja, hier das einzige eben, knallen hier mal ab und zu mal donnern hier vorne Züge längs. Aber was für Kaventsmänner. Ja, aber nachts ist eigentlich so weit ruhig. Und guck mal, guckt euch mal das Wetter an. Hammer. Hammer. Hammer Wetter. So, Anja ist auf Toilette. Das wollen wir uns natürlich angucken. Das wollen wir uns natürlich angucken, wie Anja auf dem Pott ist. Ist doch scheißegal, ich komme da noch nicht rein. Ah, die Weiber, ne? Nichts ist langweiliger. Meine Mütze geht kaputt, sehe ich gerade. Die liegt oben schon in Fetzen. Egal. So, mein Wäschesack ist rappelvoll. Ja, Anja hat natürlich ihre ganzen Tiger-Tangas und ihre ganzen T-Shirts schon gewaschen. Handwäsche, aber ich habe noch ein bisschen. Von daher, außerdem brauchen Männer sich nicht waschen, ne? Dann kann man auch mal Sachen ein paar Tage anziehen. Das ist ja egal, dann stinkt man halt, ne? Nein, mach ich nicht. So, das war das Zimmer. Super. Ist okay hier. Bloß ein bisschen ab vom Schuss, ne? Und schwer zu finden. Also, wir haben es gestern nicht gefunden. Mein Navi sagte, sie haben jetzt hier erreicht rechts. Und ich gucke so rechts, nichts da, ne? Sind wir nochmal 200, 300 Meter weitergefahren, nichts gefunden. Ich denke, kann doch nicht angehen. Sind wir am falschen Ort oder so? Und dann bin ich da zu so einem CVS rein, da zu so einem Pharmacy Store. CVS war es, glaube ich. Und da hatte hinter der Weißkittelabteilung die eine Tussi. Die hatte ein iPhone dabei und dann habe ich einen Zettel da gehabt mit Adresse, hat sie da eingegeben und das Best, American Best Value gesucht und dann sagt sie ja nochmal 1,7 Meilen weiter runter. Ja, der Navi ist auch nicht unfehlbar. Da hat er Scheiße gebaut, ne? Egal, aber wir haben es nachher gefunden, ne? Ist okay hier. So, dann fahren wir ungefähr in die Stadt rein, wenn wir da nicht Rush-Hour haben und mega Staus und Monsterverkehr, also hier in San Francisco, der Verkehr ist ja die Hölle, fahren wir nochmal eine halbe Stunde, ne? Mal gucken, dass wir heute einen Parkplatz finden und dann stiefeln wir da mal ein bisschen rum. So. Tschüssi. Achso, jetzt fängt sie an mit Haarspray. Das ist jetzt eine Live-Berichterstattung. So, jetzt hau ich Schminke rein und dann gut. Ich brauche keine Schminke. Ich bin schön genug. Ja, wer wohl keine Schminke braucht? Das bin ja wohl ich. Ne? Ich sehe ja aus wie aus dem Ei gepellt. Warte mal, ich setze mal meine Mütze auf. Ah. Na, also wenn das nicht wie nach der Geburt aussieht, ne? Pickel. Ja, jetzt habe ich ein paar Pickel, ne? Jungkrionpickel, ne? Oh, wow. Ja, ihr seid, ich habe einen fetten Pickel gekriegt. Oh, boah. Ein bisschen entstellt, ne? Scheißegal. Aber wenn man mal so guckt, so es geht, ne? Da muss noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, aber hier ist schon perfekt. Ich sehe gut aus. Nein, ich sehe gut aus. Nein, ich sehe besser aus. Ich bin 4 Jahre älter als du. Lass deine Leute doch mal beurteilen. Meine Leute sind total begeistert, meine Abonnenten. Die sagen, ich sehe gut aus. Okay. Glaube ich. Ist auch scheißegal. Klickt für Ja. Für ja, genau. Anja. Daumen hoch für, dass ich gut aussehe und Daumen runter. Nee, gar nichts, Daumen runter. Alles nur Daumen auf. Ist auch scheißegal, wie ich aussehe. Daumen hoch für Anja. Ist ja auch scheißegal, wie ich aussehe. Ist ja wurscht. Meine Gesundheit ist back, obwohl ich habe mir vorhin noch mal was von diesem Scheißsaft da gezogen. Von diesem Daytime habe ich mir noch mal, aber es ist schon was weggenuckelt, die zweite Flasche. Jetzt habe ich auch langsam die Schnauze voll. Habe ich nur noch mal prophylaktisch gemacht. So, ansonsten geht das. Ein bisschen am Röcheln bin ich noch, aber ist nicht doll. Ist gut. Alles wieder gut. Bin nicht mehr angeschlagen. Ist vorbei. Ah, jedes Jahr da dieser Schnupfen. Naja, Anja wird ja dieses Jahr wahrscheinlich hier drauf gehen, wenn sie so weitermacht. Wieso? Die hustet ja wie eine große. Ja, wenn die Luft hier total trocken ist, die Klimaanlage nicht an, hier bullig warm, kann man ja nur husten.
Und wieso wusste ich da nicht? Wieso haben wir die dann nicht hier eingestellt auf... Ja, weil es nachts arschkalt wird. Alle Stunde mal 10 Minuten oder so. Lüften. Geht bei der Klimaanlage nicht. Keine Batterien drin. So, wollen wir jetzt los? Ja, frühstücken. Frühstücken. Ich nehme auch nichts mit. Ich komme ja wieder. Okay. Dann gehe ich jetzt mit Anja frühstücken. So, tschüss.